Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist kein guter Tag für Thüringen, kein guter Tag für Deutschland und erst recht keiner für die Demokratie in unserem Land. Es ist ein inakzeptabler Dammbruch, sich mit den Stimmen der AfD und sich gerade mit den Stimmen von Herrn Höcke zur Ministerpräsidentin wählen zu lassen. Dies ist ein hochriskantes und aus unserer Sicht nicht akzeptables demokratisches Abenteuer, das da in Thüringen passiert. Zum einen, weil man mit Herrn Höcke sozusagen auf den angewiesen ist. Alle Appelle, die jetzt so gemacht werden, in denen drin steht, ja, man solle andere zusammenarbeiten, laufen ins Leere. Denn zum einen einmal ist es ja das Ignorieren des Wählerwillens, dieses Wahlergebnis heute. Ich habe nichts gegen den FDP-Kandidaten, aber es wundert einen schon, dass die FDP in Deutschland bei Jamaika sich verweigert hat, aber bei diesem Abenteuer, in dieser Aktion jetzt mitmacht. Dass am Ende jemand mit 5% zum Minister besehen wird, zeigt, dass auf dieser ganzen Aktion kein Segen liegen wird. Und auch die CDU erleidet damit ein hohen Maß an Glaubwürdigkeitsverlust. Für die CSU kann ich nur sagen, wir werden uns an keiner solchen Abenteuer, sollten sie je auf Bundesebene anstehen, in irgendeiner Form beteiligen. Ganz im Gegenteil, wir lehnen ein solches Verfahren ab. Und ich glaube, auch für Thüringen wird all diese Appelle, die jetzt kommen, eines definitiv zeigen. Ich glaube nicht, dass Thüringen jetzt mit dem heutigen Tag regierungsfähiger geworden ist. Das Beste und Ehrlichste wären klare Neuwahlen, denn das wird auf Dauer nicht zum Erfolg führen können. Und wie gesagt, wir können nur noch mal appellieren, ein solches Verfahren ist aus unserer Sicht inakzeptabel. Und ich halte es tatsächlich so, auch historisch gesehen, wer glaubt, dass er sich mit den Stimmen der AfD wählen lassen kann, ob geheim oder nicht, und damit dadurch eine demokratische Legitimation bekommt, der wird auf Dauer irren. Das Ganze, dieser ganze Tag, nützt nur der AfD. Und es darf und kann nicht unser gemeinsames Bestreben sein. Vielen Dank. Vielen Dank.